Josh McBride hat gelernt, sich durchzusetzen. Aus den Trümmern des letzten Atomkrieges hat er sein Motorrad gerettet und ein technisches Wunderwerk daraus geschaffen. Computergesteuert, waffenstarrend, mit allen Finessen ausgestattet. Der eingebaute Computer, den er liebevoll Einstein nennt, ist so etwas wie sein Freund geworden, mit dem er sich unterhalten kann und der ihm gute Ratschläge gibt. Morgen, Einstein. Morgen, Josh. Wurde Zeit, dass du dich meldest. Eine Falle vor uns. Kratzt die Kurve. Kurve kürzen, das schaffen wir doch leicht. Sektor 11, Kennwert, Kennwert. Verfolgen, Höchstgeschwindigkeit. Zentrale, zwei Streifen. Überholen und auslöschen. Überholen und auslöschen. Du kannst. Supersonic. Halt dich fest! Höchstgeschwindigkeit! Verdammt, tu doch was. Beiß die Zähne zusammen. Immer so. Bingo, bingo, bingo. Eigentlich nicht schon am frühen Morgen arbeiten. Die können es auch nicht lassen. Ihr Adler. Wir sind bei einem eingeborenen Friedhof gelandet. Etwa 20 Meilen östlich von Koloka. Erwarten weitere Anweisungen. Over. Ja, hey, Brandy, guck dir doch mal den Typen an. Sieht der nicht aus wie du beim Kacken? Eher wie du beim Wichsen. Aber du bringst mich auf eine Idee. Ich muss pinkeln. Ihr Adler. Wollt ihr uns nicht endlich sagen, wo wir hin sollen, Jungs? Wir haben mich langsam die Schnauze voll. Meldet euch gefälligst. Wir möchten gerne wissen, wo wir hin sollen. Over. Gefällt dir unser Traumurlaub etwa nicht, Mike? Wir haben doch alles, was wir wollen. Himmlische Ruhe und keine Vorgesetzten, die uns hirnrissige Befehle geben. Ja, und einen ganzen Tag Sonne. Es gibt eine gesunde Gesichtsfarbe. Hey, Vincent. Hast du schon ein paar von den nackten Weibern gesehen, die er uns versprochen hat? Wie wär's denn mit der da über dir? Ihr fehlt natürlich ein bisschen Schminke und Lippenstift können auch nicht schaden. Nein, danke. Weißt du, das Mädel ist mir einfach zu fett. Die muss erst abnehmen. Kein Interesse. Hier Adler. Entweder sagt ihr uns jetzt, wo wir hin sollen, oder wir suchen selber einen Weg nach Koroka. Ich weiß gar nicht, was er hat. Es ist doch alles perfekt organisiert worden. Ein Flugplatz, auf dem keine Seele ist. Ein Pilot, der gleich wieder abhaut und ein 30 Jahre alter Jeep. Ah, hör auf zu meckern. Kannst froh sein, dass wir überhaupt ein Auto haben. Meldet euch doch endlich, ihr Idioten. Wir brauchen Angaben über unser Einsatzgebiet.
Over. Was glaubst du eigentlich, wie lange die schon tot sind? Mindestens 100 Jahre, schätze ich. Und bei dem Klima hier bleiben die Knochen auch noch ein paar 100 Jahre erhalten. Hier ist Adler. Das ist mein letzter Versuch, euch zu erreichen. Wenn ihr uns empfangt, antwortet. Over. Okay. Endlich passiert mal was bei der lausigen Safari. Wenn wir zurückkommen, schenke ich den Knaben ein Hörgerät. Entweder sind die besoffen oder taufe meine Großmutter. Fahr endlich los aus. Gar nicht so einfach mit der alten Mühle. Jetzt aber. Mr. Van Bullock erwartet Sie. Guten Tag, Mr. Mertens. Es ist sehr liebenswürdig von Ihnen, mich zu besuchen. Bitte, wollen Sie sich nicht setzen? Danke, ich stehe lieber. Die Araber haben ein sehr weises Sprichwort. Küsse die Hand, die du nicht abhacken kannst. Bitte, ich bin bereit, Ihre Hand zu küssen. Ich verstehe nicht ganz. Sie werden gleich verstehen. Ich möchte Ihnen ein Angebot machen. Also, ich zahle Ihnen sofort $25,000 Cash auf die Hand und darüber hinaus weitere 3.000 im Monat. Dafür arbeiten Sie von jetzt an für mich. Ihre Tätigkeit wäre leicht. Sie trainieren nur meine Männer. Nun, ist das Angebot gut? Ich muss Sie enttäuschen, Mr. Van Bullock. Meine Antwort ist nein. Aber würden Sie mir einen winzigen Gefallen tun? Gern, sprechen Sie. Zwingen Sie mich nicht wieder zu kämpfen. Ich habe genug zu tun. Und meine Schüler sind mir viel wichtiger als Ihr Geld. Ich betreibe Karate ausschließlich als Sport. Ich werde nie ein bezahlter Killer. Also lassen Sie mich zufrieden und gehen Sie mir in Zukunft aus dem Weg. Ich erhöhe mein Angebot auf $45,000. Und ich zahle Ihnen monatlich $4,500. Meine Antwort ist immer noch dieselbe. Nein. Es wäre wirklich schade um Sie. Denken Sie noch einmal nach. Ich warne Sie, Sie Gnom. Lassen Sie mich gefälligst in Ruhe, oder ich werde böse.